Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen im Train Simulator 2022 zum Pendelverkehr. Ein Job für zwei. Heute Abend müssen die Berliner wieder stark sein. Die S-Bahn baut. Dringende Arbeiten zwischen Südkreuz und Anhalter Bahnhof lassen sich nicht gänzlich in die Nachtstunden verschieben. Deshalb gilt bereits jetzt am Abend ein eingeschränktes Fahrplanangebot. Die Angebotsplaner der S-Bahn haben sich aber wieder ins Zeug gelegt, um die Einschränkungen möglichst gering zu halten und dafür eine Berliner Spezialität hervorgeholt. Den Pendelverkehr. Und wer sich für den gesamten Einleitungstext interessiert, kann ganz kurz das Video pausieren oder wartet einfach ab, bis ich nach und nach im Video erwähne, worum es so ungefähr beim heutigen Betriebskonzept geht. Heute fahren wir vom Südkreuzer Bahnhof aus über die Yorkstraße bis hin zum Anhalter Bahnhof und werden genau auf dieser grau markierten Strecke heute hin und her pendeln. Und hier unten finden wir nochmal für uns wichtig die IBIS-Daten und mit denen geht es jetzt auch gleich los. Wie gesagt, wer den Einleitungstext komplett lesen möchte, kann ganz kurz das Video pausieren und das nach und nach durchlesen. So, wir stehen am Bahnsteig vom Bahnhof Berlin-Südkreuz. Hier müssten wir zuallererst einmal den Führerstand aktivieren, damit wir überhaupt etwas machen können. Dann möchten wir im nächsten Schritt unter IBIS-Daten unsere Daten eingeben. Dazu Fahrgastinformationssystem starten. Erstmal Linie einstellen. So, Linie 0, Umlauf 0. Ziel war dann die 375, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Pendel Anhalter Bahnhof. Start ebenfalls eine 0. Und dann genau. FGI Start, also Fahrgastinformationssystem starten. Und dann müsste auch, genau, Pendelverkehr hier oben drin erscheinen. So, mit Shift und H aktivieren wir die drei weißen Spitzenlichter in Fahrtrichtung. Und dann können wir den Pendelverkehr eigentlich auch gleich schon starten. Die Türen werden geöffnet, damit die Fahrgäste aus der S25 hier drüben einsteigen können. Und wenn die dann gleich abgefahren ist, dann können wir auch bei uns die Türen zumachen und unsere Fahrt in Richtung Anhalter Bahnhof bzw. Yorkstraße fortsetzen. So, für uns noch ganz wichtig, der Fahrtrichtungswender sollte nach vorne eingelegt werden. Den stellen wir bitte erstmal auf 40 ein. Na? So, dann, genau, die Türen da drüben, die schließen sich wahrscheinlich gleich. Wir gucken ganz kurz mal. Ja, ein Minütchen haben wir noch zum Aufrüsten. Hauptschalter natürlich ein. Federspeicherbremse aus. So, Pultbeleuchtung kümmern wir uns gleich drum. Die IBIS-Daten, die stimmen ja noch. Dann möchten wir noch im nächsten Schritt, ganz wichtig, hier hinten ZBS ist aus, Fahrsperre aus, SIFA aus, Notbremse aus, Türen an. Stromnehmer an, Notbremsüberbrückung, ja. Signalleuchten, stimmt. Luftpresse, Auto, Netzstrombegrenzung, alles stimmt soweit. Fahrgastraumbeleuchtung, ganz wichtig. Die Fahrgäste sollen was sehen und ich denke mal, der Rest, der ist so eigentlich in Ordnung. Dann können wir direkt loslegen. Anruf bei der Fahrdienstleitung, ZS1 bitte. Am haltzeigenden Hauptsignal möchten wir vorbei. Und genau, jetzt ist es soweit. Wir können die Türen schließen. So, sowohl die Tür vom Führerstand, die hatten wir jetzt am Anfang gar nicht geöffnet. Aber die können wir auch über die Bedienung hier öffnen und schließen. So, und dann würde ich mal sagen, Leistung auf. Wie gesagt, das ZS1, das blinkt, das Ersatzsignal. Da ist alles okay. So, der Zug beschleunigt. Und ja, ganz kurz war es zum heutigen Betriebskonzept. Wir fahren im Pendelverkehr. Das heißt für uns, dass wir hier im weichen Bereich überall maximal 40 fahren und überall da, wo Bahnsteige sind, dort wird ebenfalls mit maximal 40 gefahren. Ansonsten, ja, das Eisenbahnbundesamt ist auch an der Strecke unterwegs und wird so einige Überprüfungen heute machen. Wenn wir also zu schnell fahren, ja, dann werden wir im Sinne des Wortes geblitzt, beziehungsweise dann kommt eben in irgendeiner Art und Weise eine Meldung, dass wir eben uns falsch verhalten haben, nehme ich mal an. Beziehungsweise das Szenario endet dann wahrscheinlich auch. Ja, ansonsten, genau, Pendelverkehr zwischen dem Südkreuz, wo wir gerade losgefahren sind,
der Yorkstraße zwischendrin und dem Anhalter Bahnhof. Das Zugziel müssen wir dann jeweils im Ibis-Screen hier drüben umstellen. Genau, Instrumentenbeleuchtung können wir uns vielleicht noch einschalten. Dann haben wir da vorne halt erwarten auch noch. Und Pultbeleuchtung haben wir ja auch. Also nutzen wir natürlich auch die. Gut. So, da dort vorne wieder ein rotes Lämpchen leuchtet, drücken wir wieder einmal den Knopf zum Vorbeifahren. Einmal die Tab-Taste betätigt. Und dann kann es weitergehen. So, an der ersten Baustelle sind wir schon vorbei. Aber keine Sorge, die Baustellen setzen sich auf der heutigen Fahrt fort. So, leuchtet hier auch schon ZS1. Ja, wunderbar. Also im Grunde genommen brauchen wir hier nicht zwangsläufig ein ZS1. Der Pendelverkehr ist so ausgerichtet, dass der Verkehr nur zwischen zwei SH2-Scheiben stattfindet. Der Fahrweg ist fest eingestellt, die Signale können eigentlich alles anzeigen, was sie wollen. Die gelten für uns in dem Sinne eigentlich gar nicht. Also wir können auch an dem Signal hier zum Beispiel vorbeifahren, wenn wir das jetzt wollten. Ich drücke aber trotzdem sicherheitshalber mal die Tab-Taste. Wie gesagt, die werden sich hier alle freischalten, entweder mit ZS1, mit, keine Ahnung, ZS7, vielleicht auch ein ZS8, mal gucken. Aber ich glaube, das haben wir eigentlich hier gar nicht auf dem Streckenabschnitt. Und ja, wir können uns quasi hier die grüne oder die weiße Welle halt durchstellen lassen, um das mal so zu sagen, ne? So, auch hier wieder das ZS1 eingefordert in der Yorkstraße. Die Türen werden in der Yorkstraße in Fahrtrichtung links natürlich geöffnet. Ansonsten, ja, verhält sich hier, glaube ich, noch alles ganz wie gewohnt. Wir haben als Besonderheit auf jeden Fall im Anhalter Bahnhof dann die Zugabfertigung durch den Triebfahrzeugführer. Also die ist uns quasi vorbehalten. Und wir öffnen hier mal die Führerscheinstür, dass wir rausgucken können. Und das Ganze soll dann eben den Betriebsablauf an der Stelle beschleunigen. So, und auch jetzt hier in der Yorkstraße gilt, wir werden wahrscheinlich per Funk eine Durchsage gleich bekommen. Können uns aber noch kurz gedulden. Da ist noch nichts ausstehend. So, hier runter geht es dann bitte auch mit 40. Und ganz wichtig dran denken, hier unten war eine Trennstelle. Da müssen wir dann den Fahrstrom unterbrechen bei der Berliner S-Bahn. Das ist eine der wenigen Abweichungen von dem Regelbetriebsverfahren, wenn es darum geht, dass man eben die Signaltafeln EL1 bzw. EL2 vor der Nase hat. Normalerweise da eben Hauptschalter ausschalten, bei der Berliner S-Bahn reicht es aber. Alter Bahnhof, Türen schließen. Alles klar. Da reicht es aber eben, wenn man den Fahrstrom unterbricht. So, die Türen sind geschlossen, alle zu. Alter Bahnhof, abfahren. Alles klar, ich danke dir. So, Tür ist zu. ZS1 hat man schon bekommen. Wir fragen nochmal im Stellwerk an, damit das auch wirklich sicher geht. So, geben Leistung und rollen los. Auch da unten wieder, ne? ZS1 anfragen. Beziehungsweise, nee, das ist jetzt... Doch, blinkt. So, hier müssen wir ein bisschen gucken jetzt. Da kommt die nächste Baustelle. Da müssen wir auch wieder ein bisschen aufpassen, ne? Oh, hier mit dem Bagger. Das sieht richtig gefährlich aus. So, Fahrstrom unterbrechen. Das mit dem Pfeifen haben wir jetzt vergessen. Makro müsste aber hier sein eigentlich, ne? Ja, okay. Beim nächsten Mal wissen wir es. Ja, entschuldige, aber ich bin die 481 schon Ewigkeiten nicht mehr gefahren. Und auch hier auf dem Südast der S25, da kenne ich mich nur so mäßig aus. Also es geht so, was die Streckenkunde angeht, aber ja, könnte besser sein. Sagen wir es mal so. Deswegen rasen wir hier auch mit den waghalsigen Geschwindigkeiten von 40 km/h durch die Tunnel. Weil, wie gesagt, ich weiß halt jetzt nicht
wo genau die Signalstandorte sind, wo fängt welcher Weichenbereich genau an. Ich habe hier auch leider keinen Fahrplan oder irgendwas, wo das drin steht. Deswegen, es geht etwas zögerlicher jetzt voran, aber keine Sorge. Wir werden auf jeden Fall mit Verspätung am Bahnsteig ankommen. So viel sei gewiss. Ja, ganz kurz und knapp vielleicht noch was zum Fahrzeug. Wir sind mit der Berliner S-Bahn unterwegs, Baureihe 481, auch bekannt als die Taucherbrille aus Berlin. Der Spitzname, ja, dürfte auf der Hand liegen. Er kommt von dieser doch recht ausgefallenen Front des Fahrzeugs. Und wieder die Freigabe anfordern. Und genau, das Fahrzeug ist eben typisch für Berlin. Es ist auch persönlich meine Lieblings-S-Bahn, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist das Fahrzeug, was ich am liebsten fahre. Die Baureihe 474 aus Hamburg, die macht mir auch richtig viel Spaß. Aber die 481 hier für die Berliner S-Bahn, speziell die Variante hier von TTB, die fetzt halt aus dem Grund richtig, weil da halt so viele, ja, Funktionen und Möglichkeiten mit drin sind. Oh, das wird hier ein bisschen knapp mit der SH2-Scheibe. Aber dann küssen wir die jetzt eben ganz kurz. Knapp, okay. So, hier am Anhalter Bahnhof findet der Fahrtrichtungswechsel. So, jetzt haben wir es. Statt. Nicht vergessen, Türen freigeben. Erstmal die und dann die. Federspeicherbremse anlegen. Hier drüben. So, Führerstand wechseln. Dort Fahrschalter aufschließen. Neuen IBIS-Code eingeben. Und dann den Federspeicher wieder lösen. Alles klar. Federspeicher ist an. Wir brauchen aber, bevor wir den Führerschein wechseln können, natürlich die Nullstellung hier überall. So. Null. Und dann sollten wir eigentlich den Schalter auch rausnehmen können. Türen sind nur noch geöffnet. Ja, das stimmt. Oder müssen wir den IBIS-Code vielleicht noch wechseln oder schon löschen? Das Ziel. Gehen wir mal auch auf 0. 0. Keine IBIS-Daten. Wunderbar. So soll es sein. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir hier mit dem Fahrschalterschlüssel? Normalerweise müssen wir den eigentlich wieder mitnehmen, weil theoretisch soll es eigentlich nur einen Schlüssel geben. Ich meine, gut, dann machen wir das jetzt eben hier mal ein bisschen anders. Wir versuchen einfach mal die Türen... Ja, nicht öffnen. Schließen. Und schließen. Zack. So, Steuerung und Plus. Und dann wechseln wir... Genau, wechseln wir einmal durch. Fahrsperre aktiviert, SIFA aktiviert, Zugtaufe erfolgreich durchgeführt. Ja, wollen wir jetzt aber eigentlich nicht. So, Reißverschluss auf, Schlüssel rausnehmen, abklipsen, wieder zumachen. So, haben wir schon reingesteckt. Umdrehen, Führerstand aktiviert. Hier drüben ZBS aus, Fahrsperre aus, SIFA aus, Türen ein. Der Rest stimmt hoffentlich soweit. Fahrgastraumbeleuchtung ist auch eingeschaltet. Okay, Batterie ein, E-Bremse ein. Ja, stimmt eigentlich alles so. Ich hoffe jetzt, ich habe in der Eile nichts vergessen. Dann IBIS-Daten. Entschuldige bitte, dass das jetzt alles so schnell geht, aber... Nee, stumm zurück wollen wir doch nicht. ASG kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Wir wollen IBIS hier oben. So, Linie einstellen. Die Linie ist die 0. Der Umlauf war auch die 0. Das Ziel war dann die 338 oder 83? Komm, 83. Oder? Ja, Pendel Südkreuz. Und Enter. Eingabe Start 0. Enter S0 nach Südkreuz Ulo. Ja, Pendelverkehr passt Richtung Südkreuz. So, Shift und H. Drei weiße Spitzenlichter. Anfrage beim Stellwerk für die Lämpchen. Für die Lämpchen sage ich schon. Für die Signale. So, jetzt müssen wir den Hörer nach unten anklicken. Türen sind zu. Wir haben auch die Abfertigungsmeldung schon bekommen. Dann Fahrtrichtungssender nach vorne. Leistung auf und endlich los. Ach so, ja, ganz wichtig. Federspeicher aus. Hat keiner gesehen. Schnell Start. So,
Und dann düsen wir los. Bitte auf 40 noch begrenzen. So. Und ja, da hätten wir schon mal den ersten Einblick, was oder wie so eine Pendelfahrt ablaufen kann. Normalerweise wird so eine Pendelfahrt bei der S-Bahn Berlin derartig durchgeführt, dass auf jedem Führerstand in Fahrtrichtung, also einmal an der Spitze des Zuges und einmal am Schluss des Zuges, dass da jeweils ein Triebfahrzeugführer, eine Triebfahrzeugführerin drinne sitzen und quasi den Zug ohne einen Führerstandswechsel vornehmen zu müssen, dann hin und her fahren können. Und so kann man es dann eben auch erreichen, dass man eine Wendezeit von 1 bis 2 Minuten hat. Ich meine, ich muss jetzt hier noch den anderen Führerstand aufrüsten und das Fahrzeug dann in Betrieb setzen, beziehungsweise selbst noch die IBIS-Daten eingeben und so weiter. Aber wenn man das routiniert hat und wirklich routiniert macht, dann klappt das natürlich auch innerhalb einer Minute. Ich musste jetzt hier so ein bisschen gucken, sind alle Schalter in der richtigen Stellung? Haben wir eine E-Bremse überhaupt eingeschaltet? Wo ist, keine Ahnung, Federspeicher und so weiter und so fort. Weil wie gesagt, ich bin halt die 481 auch jetzt nicht jeden Tag gefahren, sondern das liegt schon ein halbes Jahr, ein Jahr ungefähr zurück, dass wir die 481 hier gemeinsam im Train-Simulator gefahren sind. Und ja, da ist eben keine Routine, sage ich jetzt mal an der Stelle da. So, hier war die Fahrstromunterbrechung. Die gilt ja logischerweise auch in einer anderen Richtung, denn die Stromschiene, die hat ihre Unterbrechung so oder so, unabhängig davon, in welche Richtung wir verkehren. So, jetzt müssen wir uns den Berg hochschleppen. Dann wieder Bahnsteiganfang hier vorne. Und wie gesagt, keine Sorge, es wird heute genügend Verspätungen hier geben bei meinem Fahrstil. Einfach weil ich halt noch nicht genau weiß, wo, wie schnell. Ich meine, klar, hier am Bahnsteig definitiv die 40. So war es ja angesagt. Aber wir können uns dann zum Beispiel auch für die nächste Rücktour schon mal merken, dass wir eigentlich nur an den Bahnsteigsenden Signale vorfinden. Und dass quasi der ganze Bereich dazwischen dann wirklich mit höheren Geschwindigkeiten ausgefahren werden kann. Speziell jetzt hier vorne vor Südkreuz haben wir dann eben nochmal die beiden weichen Bereiche, wo wir sowieso nur die 40 fahren dürfen. So, wir kommen zum Stehen. Tür rechts, Tür rechts. Genau, in der Yorkstraße. Ja, ansonsten, das Fahren mit der Taucherbrille macht eigentlich relativ viel Spaß. Relativ viel Spaß deswegen, weil die Bremse bei dem Fahrzeug etwas schlechter ist. Also man muss hier sehr, sehr vorausschauend fahren, beziehungsweise wenn man routiniert im Umgang ist mit der Baureihe 481, dann klappt das bestimmt auch problemlos. Aber du wirst heute schon sehen, ich fahre etwas langsamer an die Bahnsteige ran, ich gehe es allgemein etwas langsamer an, weil ich schon weiß, dass das sonst schief geht. So. Nach Südkreuz, Türen schließen. Ja, also Südkreuz, abfahren. Alles klar. So, Tür geht zu. Also, wir müssen quasi unsere Führerraumtür auch hier nochmal extra bedienen. Weil die quasi, in einem anderen Türschlusssystem eingebunden ist. So, Genehmigung zum Überfahren des halbzeigenden Signals erteilt, aber das gilt bestimmt wieder für die falsche Richtung, oder? Ach nee, das gilt, aber es kommt halt kein ZS1 oder ZS7. Hat man jetzt hier scheinbar einfach vergessen. Aber wie gesagt, im Pendelbetrieb wird auf die Signale sowieso nicht so der Wert gelegt, sage ich jetzt mal. Also wir dürfen die halt ignorieren. Unsere Fahrstraße ist festgelegt für den Weg zwischen Berlin-Südkreuz, der Yorkstraße und dem Anhalter Bahnhof. Es gibt nur einen Fahrweg, den wir benutzen können. Und Start- und Zielpunkt sind eben mit den SH2-Scheiben, ich sag mal in dem Sinne abgesichert, in Anführungszeichen. Ne? Also wir haben jetzt hier keine PZB, wir haben kein ZBS-System oder irgendwas. Das fällt quasi alles, durch diesen Pendelbetrieb weg. So, da kommt das nächste Haltzeichen-Hauptsignal.
Und auch hier Anruf im Stellwerk. Ja, komm, hier können wir jetzt mal ein bisschen schneller fahren. Machen wir einmal 60. So, dann kommt davon aber bestimmt gleich wieder ein Weichenbereich. Deswegen gehen wir hier mal runter. Nicht, dass wir hier vom Eisenbahnbundesamt noch geblitzt werden, ne? Das wollen wir nicht. So, das Halterwarten gilt sowieso nicht für uns, ist ein anderes Gleis. Da vorne kommt aber wieder ein Halt, auf den wir zufahren. Auch hier. Ja gut, Freigabe macht er scheinbar gerade gar nicht mehr. Das interessiert den Simulator wahrscheinlich schon überhaupt nicht mehr. Der hat das schon als normal anerkannt, dass wir hier die ganze Zeit hin und her brausen. Wie gesagt, alles schön mit 40 hier. Haben wir auch an der Seite nochmal die Baustelle. So, und jetzt sollte ich ein bisschen aufpassen und wieder in den Führerstand reinwechseln. Denn hier kommt der Bahnsteig und an dem müssen wir natürlich anhalten. Berlin-Südkreuz sehen wir auch hier nochmal schön. Wir können ja, wenn wir pfiffig sind, die IBIS-Daten schon mal verändern. IBIS-Linie. Eingabe der Linie 0. Da sind wir schon am Bahnsteig dran. Nee, noch nicht ganz. So, ein bisschen in die Betonsäule und dann zack, in die Bremsstellung rein. Die Tür in Fahrtrichtung links können wir schon mal aufmachen. Und die Türen für alle anderen Fahrgäste natürlich ebenfalls. So, ganz kurz gucken, ob das alles so passt. Ja, alle steigen ein. Gut, dann machen wir unsere Tür hier schon mal zu. So, Linie 0, Umlauf 0. Ziel, das war die 383, diesmal habe ich es mir gemerkt. Ne, 383 war Richtung Südkreuz. Also ist es die 375, die wir hatten. Da. Pendel an Halle Bahnhof, genau. Enter, Eingabe Start 0. Enter. Fahrgastinformationssystem Start. Pendelverkehr an Halle Bahnhof. Wunderbar, passt. Dann Spitzenbeleuchtung aus. Wir gehen hier auf die 0. Gehen hier auf die 0. Die Beleuchtung lassen wir einfach an. Das ist jetzt nicht so wild. Zugtaufe erfolgreich durchgeführt. So, Führerstand ist immer noch aktiviert. Fahrtrichtungswende nach vorn. So, und wir können abfahren. Türschließbefehl. Türschließbefehl. Zack. Ist hinten unsere Führerstandstür zu? Ja. Aber kommen die Türen hier mit oder wollen die offen bleiben oder lüften wir durch? Wie habt ihr euch das gedacht? Scheinbar bleiben die wirklich offen. Wieso gehen die denn nicht zu? Ich meine, da würde es mir auch wie der Frau gehen, da würde ich auch die Hand so verkrampfen. Wieso geht denn jetzt die Tür nicht zu? Führerraumtür? Fahrgastraumtüren. Oder anders, wir wechseln nochmal ganz kurz runter. Zack, zack, zack. Zack. Ah, Bingo. Bingo, Bingo, Bingo. So, keine Ibis. Hä? Anhalter Bahnhof? Pendelverkehr, Südkreuz. Nee. Ach so, wir hätten das da drüben einfach eingestellt lassen können. Okay, wissen wir beim nächsten Mal. Dann nochmal IBIS-Daten. Tja, da dachte ich, ich könnte mir hier das Leben leichter machen, indem wir es drüben schon eingeben. 0, 0, 375. Enter, 0, Enter, Start. So, sollte alles übernommen haben. IBIS-Daten. Jetzt aber los. Anruf im Stellwerk. ZS1. In
die Nullposition. Federspeicher ist gelöst. Hauptschalter ein. Ab die Post. VMAX 40. Na, komm. Jetzt haben wir die 40. Also das ist wirklich eine Sache, die finde ich bei der 481 hier nicht ganz so schön gelöst, dass man den V-Soll-Geber, dass man den halt mit W und S, ich sag mal, etwas schwierig hin und herstellen kann. Das macht sich in echt sicherlich relativ schön, wenn man den großen Hebel hat und da ordentlich die Geschwindigkeit einstellen kann. Aber hier für die Simulation wäre es wirklich angebracht, wenn man da so, ich sag mal, Rastungen drin hätte, dass man so eine Art Widerstand verspürt und quasi damit dann, ich sag mal, angenehmer die V-Soll-Geschwindigkeit verstellen kann. Weil so ist es wirklich ein bisschen schwierig zu steuern, das Ganze über die W- und S-Tasten zu machen und noch schwieriger, ja, das Ganze mit der Maus einzustellen. Das ist schier unmöglich, würde ich behaupten. Also da braucht es wirklich sehr, sehr viele Fahrstunden auf dem Fahrzeug. Also in der Simulation. In echt ist das wesentlich leichter. Das, ja, ist einfach so, weil du spürst halt, oder du hast halt einen richtigen Hebel in der Hand, was physisches. Und hier, na gut, ich halte halt eine Maus in der Hand und ziehe die irgendwie ohne Widerstand, ohne irgendwas hin und her. Und ja, ist halt etwas schwieriger vom Handling. So, den Weichenbereich haben wir jetzt aber verlassen. Da vorne kommt dann zwar sowieso gleich wieder einer, aber wir können mit der Geschwindigkeit hoch. Ja, ein Stückchen wollte ich eigentlich nur hoch. So, Weichenbereich kommt, wir müssen bremsen. Na, diesmal hat es ganz gut geklappt mit den 40. So, ganz wichtig, auch mal zwischenspeichern. Und wir können uns eigentlich mal ganz kurz die Führerraumbeleuchtung aktivieren. Wo haben wir sie? Da. Ach, na sehr cool. Mit dem Neonleuchten-Effekt. Ja, das ist echt ein bisschen hell. Also mir lasert das irgendwie die Augen weg. Wir machen es wieder aus. Weil wirklich, das ist zu hell. Da tut mir echt das Auge weh. Das ist einfach unangenehm. So, wir bremsen wieder rein. Und in Fahrtrichtung links dürfen unsere Fahrgäste in der Yorkstraße aussteigen. Na, das wird jetzt eine etwas härtere Bremsung. Wie gesagt, das Haltzeigensignal interessiert uns sowieso in dem Sinne nicht. Ja, zu weit vorne eigentlich angehalten, aber okay. So, in Fahrtrichtung links, Türen auf. Zack und zack. Wir können die Vollbremsung schon mal auslösen. So. Genau, ganz wichtig noch, wir sollten schon mal nach der Zeit unten gucken. 22.07 Uhr. Ja, 22.11 Uhr ist die Ankunft dann im Anhalter Bahnhof wieder geplant. Ja, es wird sportlich. Das wird wirklich sportlich. So, dann können wir den Türschließbefehl reingeben. Alles klar, lieben Dank. Zack. Und ab die Post. So, da unten geht's weiter. Tab-Taste, Anruf bei der Fahrdienstleitung. Wieso piepst denn jetzt unser IBIS-Gerät? Okay, lassen wir's piepsen. Wir sind zu schnell. Da unten kommt dann wieder Fahrstrom unterbrechen. Und ganz wichtig, diesmal ein Horn. So.
Vorsichtssignal. Auch das gilt es zu ignorieren. Zack. Dann bremsen wir schon mal langsam. Nochmal Vorsichtssignal. 40 haben wir auch gesehen. Denn die gelten ja sowieso ab unserem Bahnsteigsanfang dann. Genau, jetzt fahren wir noch einmal hier in den Anhalter Bahnhof hinein. Machen dort eine Wende. Und dann geht es für uns nonstop in die Yorkstraße und von dort aus dann nach Berlin-Südkreuz, wo wir quasi dann unser Dienstende quittieren werden. Mal gucken, oder vielleicht geht es ja mit dem Zug noch in die Abstellung. Das wäre echt noch cool. Aber nee. Anhalter Bahnhof, Yorkstraße und dann Südkreuz. Alles klar. So, hier wieder die Freigabe einfordern. Was halt auch cool ist, ne? Wir sehen hier überall unten an den Signalen keine Gleismagnete dran. Was damit zusammenhängt, dass wir eben bei der Berliner S-Bahn ein anderes Sicherungsverfahren haben. Sondern hier haben wir überall diese kleinen Fahrsperren, auch Bernauer Fahrsperren genannt, die eben ja ihren Namen daher bekommen haben, weil sie auf der Strecke Richtung Bernau erstmalig eingeführt wurden. So, hier wieder langsam ranfahren. So, und in Fahrtrichtung links dann die Türen freigeben. Wir machen erstmal die Türen von den Fahrgästen auf. So, und dann unsere Tür. Wir gucken hier wieder ganz kurz, ob das alles so klappt. Genau, die Türen sind überall geöffnet. Dann ganz wichtig. Wir müssen... Ich glaube, das gibt Probleme, wenn wir die Türen von drüben versuchen zu schließen. Wir machen hier schon mal unsere Führerraumtür zu und die Türen für die Fahrgäste hinten, die machen wir dann direkt noch von hier zu, aber den Rest überlassen wir dann eben der Automatik. So, übers Ziel. Ach nee, das Ziel war natürlich die 383 jetzt wieder. C ganz kurz löschen. 383. Pendel Südkreuz. Enter. Eingabestart 0. Zack. Und Fahrgastinformationssystem starten. Pendelverkehr Südkreuz. Stimmt. Dann wieder rein in den Führerstand. Nach Südkreuz. Türen schließen. Alles klar, Türschließbefehl wird reingegeben. Das obligatorische Piepsen kommt. Nach Südkreuz, abfahren. Alles klar, Kollege. Wir wechseln den Führerstand. Zugtaufe fehlgeschlagen. Nicht gut. Wir probieren es nochmal. Türen schließen. Türen schließen. Zack. Drei weiße Spitzenlichter. Fahrtrichtung. Nach vorne. Ja, die Zugtaufe ist wirklich fehlgeschlagen. Erfolgreich. Erfolgreich, gut. So, Geschwindigkeit auf 40 festsetzen. Türen waren schon zu. Oh, das geht hier also schnell. Ja, Weiterfahrt verweigert, weil es die falsche Richtung ist, die wir angefragt haben. Weiterfahrt erteilt. Und jetzt Leistung rein. So. Ach, haben wir das IBIS-System umgestellt hier drüben? Ich glaube nicht. IBIS-Linie einstellen. 0. Enter. Umlauf. 0. Zack. Eingabeziel. Das war dann wieder die 300, oder? Ja, 83. Pendel Südkreuz.
Enter, Start, 0, Enter, Südkreuz, passt, Fahrgastinformationssystem starten. So, Geschwindigkeit hoch, hier gab es keinen Weichenbereich. Wir dürfen hier 60 fahren, alles klar. Halten wir uns mal da dran. So, Yorkstraße in einem Kilometer ungefähr. So, die Leistung nehme ich schon raus. Wir lassen den Zug jetzt quasi hier in die Steigung mal, ich würde sagen, reingleiten. Der Fahrstrom ist jetzt schon unterbrochen. Also wir geben dann erst wieder Leistung dazu, wenn wir mit dem Zug vollständig an dem Bereich vorbeigefahren sind. Wir denken dran, hier vorne kam die Baustelle und um die mal ganz kurz vorzuwarnen, geben wir ganz kurz einen Achtungspfiff. Wie gesagt, Fahrstrom ist unterbrochen. Wir können wieder Leistung aufschalten jetzt auch. So, und jetzt beschleunigt der Zug auch wieder. Und müssen auch gleich wieder abbremsen. So, jetzt läuft das doch eigentlich schon relativ flüssig. Genau. Ja, mit dem Anhalten ist noch so eine Sache. So, Türen freigeben. Die gehen auf. Wunderbar. So, wir können ganz kurz natürlich noch ja, die rechte Führerscheinstür öffnen. So. Oh, das ist echt, das ist wirklich komplex bei dem Fahrzeug mit der Steuerung. Und dann gehen wir wieder zurück. Türschließbefehl können wir schon reingeben. Ja, Kollege, hab schon gemacht, danke. Südkreuz, abfahren. Alles klar. So, unsere Tür, natürlich genauso wichtig. So, ja, Weiterfahrt ist angefragt, aber ZS1 gibt es hier nicht. Will das Signal nicht haben. Schalten Leistung auf. Wir sind am Bahnsteig, wir fahren mit 40. Wir wollen das E-Bahn nicht ärgern, ne? Und auch keine Sorge, wir müssen jetzt hier in dem Fall keine PZB bedienen. Haben wir, wie gesagt, sowieso hier nicht drauf. Auch keine Fahrsperren oder irgendwas überbrücken oder so. Also es fällt alles weg. Wir sind jetzt hier wirklich im absoluten Störbetrieb. Das Fahrzeug ist darauf eingestellt. Ich hatte es hier an den Knöpfchen hier oben beim ersten Mal und bei der ersten Wende schon selektiert. Wir müssen dann jetzt eben nur darauf achten, dass wir uns auch von den Geschwindigkeiten her korrekt verhalten. Ja, was leuchtet denn hier unten? Achso, ja, die Fahrspannung, weil eben weg. So, nochmal rot. Wird quittiert. Oder beziehungsweise, ja, der Anruf wird gemacht. Scheint aber auch kein Problem zu sein. So, dann gehen wir mal ganz kurz mit der Leistung ein Stückchen hoch. Und mit der Geschwindigkeit ebenfalls. Im Weichenbereich sind wir jetzt gerade nicht drin. Selektieren die 40 wieder vor. Und bremsen dann wieder. Und zwar jetzt hoffentlich ein letztes Mal. Ja, hier vorne kommt gleich der Bahnsteigsanfang. Weil wie gesagt, das ist ja auch ernst mit den Geschwindigkeiten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man die überschreitet, dass dann eben direkt ja, die Meldung kommt, Szenario fehlgeschlagen oder so. Also das ist bei TDB oft so, dass man sich dann eben auch wirklich an die Angaben halten muss, die da drin vorgeschrieben werden in dem Szenario. Und das ist auch schön, weil gerade sowas verleiht einem Szenario auch einen, ich sag jetzt mal, gewissen Touch. Also würde ich jetzt hier, ich sag mal, ein Standardszenario fahren,
dann würde ich auch ein bisschen anders rangehen, weil ich davon ausgehe, okay, ich kann beschleunigen und naja, wenn ich die Geschwindigkeit halt nicht einhalte, gut, dann ist es halt so. Aber bei den TDB-Szenarien ist es halt auch meistens so angelegt, dass wenn man zum Beispiel durch Schutzstrecken hindurchfährt, ohne vorher den Hauptschalter zum Beispiel auszuschalten, dass man dann eben eine spielbeendende Meldung bekommt. Und ja, das wollte ich hier in dem Sinne jetzt nicht riskieren. So, was wir aber auf jeden Fall noch machen müssen, ist abbremsen, die Türen freigeben und ja, dir dann auch weiterhin auf dem Kanal und bei den Videos viel Spaß und viel Freude wünschen. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht die letzte SR2-Tafel noch wegwalzen, aber das passt. Die Bremsleistung ist da. Und dann können wir ein letztes Mal gemeinsam die Türen freigeben. Ne? Der Zug steht am Bahnsteig. So, der Spiegel klappt aus. Die Fahrgäste dürfen raus. Die haben es geschafft. Und wir haben heute auch gemeinsam unseren Dienst hier in Berlin gemeistert. Bei der Berliner S-Bahn. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Wenn das der Fall ist, Däumchen nach oben, Kanal abonnieren, insofern noch nicht getan. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch Kanalmitglied werden. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen und allseits gute Fahrt.